mit seinen Freunden abends nach Orlando in eine Tanzbar, das Ziel von Louis und seinen Freunden. Omar aber, der auf sie schoss, kannte den Ort auch. Denn Schwule verabreden sich dort im Club mit ihresgleichen. Da nun Omar für sich hatte gefasst den Entschluss, dass er Attentate im Club begehen wollte, kommt er dahin mit Glock und Shotgun schwer bewaffnet. Weil nun wir heut alles wissen, was dort geschehen sollte, steht einer auf und stellt die Frage. Doch man wiegelt er ab. Da widerspricht er ihnen. Nein, falsch. Omar aber, den man erschoss, kann nichts mehr sagen. Jene ganz deutlich meint, nein, falsch, werden viel verlegen und schauen zu Boden. Da fragt er sie aber mal, warum die Gott? Sie aber meinen, das Attentat war Schwulenmord. Eine solche Tat soll man beim Namen nennen. verharmlost wurde, wie man's gewohnt ist, sind queere Personen die Opfer, verschweigt man die Fakten gerne. Wie oft schon brauchte eine Gewalt, voll Wut und Hass und schoss wahllos zwischen Feiernde, legt Feuer oder Bomben, ja so sterben viele. Deshalb wollen wir sagen, lasst uns das Schweigen beenden. Soll man den Hass nicht nennen, der auf der Anlass geliehen ist, den Hass, der Wut,
Das Massaker Omars in Orlando kostete 50 Menschen dort das Leben. Und es geschah im Trubel und Spaß der Latino-Tanznacht. Und es gab keine Warnung, wie sich wohl mancher noch erinnern kann. Es bleibt nur kein Einzelfall, dass da einer meint, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht, weil er liebt.
noch aber können die Menschen nicht lieben, wen sie wollen. Im Jahr 1730 stand Georges Wild vor Gericht. Er war ein Trinker gemein und der Küster im Kittrichter Dom. Grad dort hatte er Fremde attackiert und seine jüngere Schwester, die dem Kittrichter Rat bekannt war, trat auf, beschuldigte weiteren Kundtaten ihn.
so riefen sie Josua hinzu. Da sprach die Frau gar bitter empört zum Bruder: Und außerdem schlägst du noch deine Kinder. Er sprach: Das stimmt nicht. Schwiegen aber die Schwester und Kinder, er hatte sie eingeschüchtert, denn er war bös, sie fürchteten sich. Josua aber stund bei ihnen und grübelte ernst. Einer der Richter schließlich fragte Josua, was meine zu der ganzen Sache. Josua antwortete ihm: Ich möchte frei öffentlich bekennen vor Gericht. Ich habe sicherlich zuweilen viel getrunken und bös gehandelt. Vor allem sonntags im Utrechter Dom. Doch hab ich dort nicht mit Männern gehurt. Warum fragst du nicht danach? Frag nicht danach, doch frag nach Sodoms Lüsten, die ich im Dom gesehen habe. Wisse, die teuflischste Hure heißt Zacharias Hiel. Als er aber dies behauptete, ließ der Richter einfach und ohne Zögern Wilsma sofort arrestieren und sprach: Zieht ihn aus und überantwortet ihn der Folter! Wilsma aber antwortete: Hab ich viel getan, so dass es böse sei, hab ich aber recht getan. Was schlägest du mich? Nackt geschunden ihnen 140 Freunde. Baron Friedrich war ganz ahnungslos. Da sprachen sie zu ihm: Ist nicht von uns hinterheim, ist nicht von uns hinterheim, ist nicht von uns hinterheim.
geleugnet habe und sprach: Ich bin's nicht. In der Stadt kursierten Flugblätter von Verleumdung voll, und Friederik musste sich wieder wehren. Habe man dich nicht im Turm verkehren? Da verleugnete Friederik abermal. Doch wusste er, es gibt keinen drinnen. Dabei dachte Friederik an die Küsse Wismar und ging hinaus und weinete bitterlich und Ich bin
Stadt in Preußen. Man schreibt, dass 1720 führt nun die Reise. Dort wurde eine Person beschuldigt, als Frau mit einer Frau zu leben. Lagrantinus Rosenstengel. Da ging ein Richter der Sache nach und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diese Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Es ist ganz einfach, du bist von der Schwiegermutter und deinen Verwandten bei mir angezeigt. Was steht in dir vor? Und antwortete: Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Selber, wer ich wirklich bin. Alle Richter würden behaupten, dass ich als Ehemann mit meiner Ehefrau lieb. Aber nun ist mein Fleisch eben weiblich.
der Richter zu ihm. So bist du also ein Mann. Und antwortete, du sagst, ich bin ein Mann. Doch bin ich so geboren und in die Welt kommen, dass ich als Frau erscheinen soll. Und was die Wahrheit ist, muss ich allein entscheiden. Spricht der Richter zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesagt hat, geht er wieder hinaus zu den Klägern und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Er führt eine glückliche Ehe. Er hat seine Frau nicht gezwungen. Wollt ihr denn, dass ich dieses Paar hier strafe und trenne? Da schrien sie wütend allesamt und sprachen, ich muss, 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 ich muss. Satans Kind aber ist ein Hasswort. Das ließ den Richter schaudern, es schüttelte ihn.
Schön, mein Leid, geht,
Schwiegermutter zeigte einen Phallus aus Leder, den hatte er umgeschnallt und reichte ihn herum die Runde. Sie höhnte. Verwandten Hirten schrien sie und sprachen. Thank you.
hinein in das Richthaus und spricht zum Ehemann. Was soll ich machen? Lagrantinus gab ihm keine Antwort. Da sprach der Richter zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du denn nicht, dass ich Macht habe, dich zu verurteilen und Macht habe, dich frei zu sprechen? Der Mann antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der als Mensch mich so geschaffen hat, der will es so haben. Von dem man sucht er einen Ausweg, wie er ihn an den König mit dem Urteil, das zwar war ein Schuldspruch, mit Verschonung aber gnadenhalber. Es kam aber 3 Wochen später der Erlass des Königs und er spricht zu den Klägern: Da habt ihr euren Willen. Sie schrien alle: Sie sind nicht weg.
Richter zu ihnen. Ah, der König befiehlt die Hinrichtung. Die ganze andere Welt wurde. Antwortete ihr ihn, was ihr enthauptet würde. Sie nahmen Lagrantinus und führten ihn hin. Ohne jedes Wort ging er hinaus zum Richtplatz, der da liegt am Fischermarkt. Nicht weit weg vom Dom, im Städtchen Halberstadt. Zuchthaus und Verbannung.
Der Richter aber schrieb einen Widerspruch und legte den in den Akt. Da war geschrieben: Das Urteil Pfarrerei des Königs Urteil. Diesen Widerspruch lasen viel Kläger, denn die Schrift bekam jeder zugestellt, der darin verzeichnet ist. Und es war geschrieben auf ganz einfache, deutliche, unmissverständliche Weise. Da sprachen die Schwiegermutter und Kläger zu dem Richter: geschrieben. Wechseln die Szene, lasst uns nun nach Tschetschenien schauen, und zwar nicht nach gestern, stattdessen nach heute. Einem jeglichen offenen Schwulen droht Haft mit Folter und Tod. Gewalt aber wird hier ganz offen von oben her verordnet durch den Staat, so heißt es im staatlichen Rundfunk. Wir werden, 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 wir
verschwinden. Sie bringen die Verschleppten in versteckte Lager. Dort werden Tage sie gequält und schwer misshandelt. Das beweisen geleakte Fotos. Entführt aber wurden unter anderem auch zwei Brüder. Der Ismail Isajew, grad 18, ein Aktivist, wie auch Salih Magomedov. Und auf einem illegalen Foto konnte man ein Opfer sehen, das halbtot da lag. Da ruft ein Mann verzweifelt. Nein, seht doch, das ist mein Freund. Danach sagt er ganz in Tränen. Seht doch, dort stirbt mein Geliebter. Aktivistin auf einer Busfahrt verschwunden, entführt in Mexiko. Man fand sie gefoltert, zerstückelt. Genauso ging es Mariela Franco, der Kämpferin für starkes Frauenrecht, verheiratet mit ihrer Freundin. Solche Hass Verbrechen haben bis heute kein Ende. Deshalb nichts ist vollbracht. Thank you.
Retter ohne Kraft. Wo sind die Retter ohne Kraft? Wo sind die Retter ohne Kraft? Thank you.
gar nichts sagen, gewiss. Nichts sagen, nichts sagen. Vom Dach in den Tod, vom 10. Stock sie schlagen auf. Und in den Russland zerfetzen sie, wir Menschen mit Hunden, den Lagos und die das auf. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Thank you.
Worten aber, wenn man ihren Namen nennt, dass nicht die Einzelnen vergessen werden bei all den Worten. Denn derselbigen Anzahl ist ja sehr groß, werden aufgeschrieben, dass ihre Taten gewahrt sind und sie nicht vergessen blieben. Das leisten die Hilfsgruppen und setzen sich aus der Verfolgung. Eine Arbeit, die oft stark behindert wird. Wenn wir aber die Schrecken hören, die sie sahen und wer da gestorben ist, da entsetzt uns die schiere Zahl und das bringt uns auf die Frage, ist wirklich da draußen immer noch so viel Hass? Ja, viel davon geschieht am helllichten Tag. Und wer es mit ansieht, der soll es bezeugen, und das Zeugnis sei wahr. Und ein jedermann wisse, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr sehet. Denn ihr habt es gehört, für viele Orte muss man sagen. Noch immer ist Verkehr geflattert. Und aus dem ist auch noch dieser Satz wahr. Es ist geschehen und wird auch von allein nicht enden.